Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute da seid, heute Abend hier. Und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.diolmedia.de. Wir beginnen heute eine besondere Reise. Wir haben die letzten 6 Monate des Dienstes von Jesus vor uns. Und das wird uns nicht nur in den nächsten Wochen, sondern auch die nächsten Monate, ich vermute mal die nächsten Jahre noch beschäftigen, weil diese letzten 6 Monate im Dienst von Jesus, das ist da, wo die Evangelisten so richtig den Fokus drauf legen. Und uns wird noch ganz, ganz viel Spannendes erwarten. Und mit dem heutigen Thema fangen wir diese Reise an, die jetzt im Schatten des Kreuzes das Leben von Jesus noch einmal ganz besonders beleuchtet. Wir werden heute auch nach langer Zeit mal wieder im Johannesevangelium studieren. Dazu gleich jetzt mehr. Aber bevor wir beginnen, möchten wir natürlich Gott bitten, dass er uns in unseren Gedanken leitet durch seinen Heiligen Geist. Und dazu wollen wir, wo es möglich ist, niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir wirklich von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir die Evangelien haben und dass je mehr wir sie studieren, desto kostbarer werden wir. Herr, ich danke dir persönlich, was ich schon alles lernen durfte durch diese 4 Bücher und wie Jesus immer deutlicher und klarer vor meinen Augen tritt, je mehr ich darüber lese und je mehr ich mich versuche hineinzuversetzen. Danke, dass wir diese Gelegenheit haben, das auch gemeinsam hier zu tun. Und wir möchten dich bitten, dass du nach deiner Verheißung unser Lehrer bist, dass du uns vor falschen Gedanken bewahrst und dass wir die Wahrheit erkennen, wie sie in dir ist, dass dein Heiliger Geist uns alle Wahrheit führt und uns vor falschen Interpretationen bewahrst, Herr Jesus. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt segnest, dass du dein Gesetz, dein Wort in unser Herz schreibst und dass wir verstehen, was deine Botschaft für uns heute persönlich ist. Halte alle Störende fern und wir danken dir, dass dein Wort nach deiner Verheißung nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und darum bitten wir jetzt im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 7 und bevor wir da loslegen, wollen wir uns ganz kurz noch einmal orientieren, so in der Vogelperspektive über den Dienst von Jesus. Wie alt war Jesus ungefähr, als er getauft worden ist? Ungefähr. Um 30 Jahre, ja? Das heißt, wir haben erst einmal 30 Jahre Lebenszeit, da haben wir in der Bibel über ihn nur sehr wenig. Wir haben ein paar Einleitungsverse in Matthäus, Lukas und Johannes und dann haben wir ein paar Geschichten um seine Geburt herum, die Geburt von Johannes dem Täufer und seine Geburt. Dann eine kurze Geschichte, als er 12 Jahre alt ist und das ist im Wesentlichen alles. Wann wird Jesus getauft? Wann wird er getauft? In welchem Jahr? Im Jahr 27. In welcher Jahreszeit ungefähr? Weiß jemand von euch? Das wisst ihr. Welche Jahreszeit wird Jesus getauft? Ganz, ganz logisch. Wie lange war der Dienst von Jesus? Wie viele Jahre? Als gesalbter Messias. Wie lange ging sein Dienst? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Und wann war der Dienst zu Ende? Wann ist sein Dienst am Kreuz von Golgatha? Genau, und zwar im Jahre? 31 eben. Welche Jahreszeit? Wann ist Passa? Frühjahr, genau. Also wenn 3,5 Jahre im Frühjahr 31 enden, dann begannen sie wann? Im Herbst. Also im Herbst 27 haben wir die Taufe. Und dann gibt es ein erstes halbes Jahr vom Herbst 27, ich schreibe jetzt mal H für Herbst und F für Frühjahr, Frühjahr 28, das ist das erste halbe Jahr. Was hat Jesus in diesem ersten halben Jahr gemacht? Was sind so die Kernereignisse? Also jetzt nicht alle Details, aber so ganz grob. Ja, genau, also da haben wir die Taufe von Jesus, wir haben die Versuchung und wir haben die ersten Jünger. Ja. Wir haben natürlich in dem Jahr auch vorher schon die Predigt von Johannes dem Täufer. Dann im Frühjahr 28 kommt Jesus nach Jerusalem. Das ist seine erste Tempelreinigung im Passa. Und das ganze Jahr sozusagen, also das ist jetzt ein halbes Jahr, das ist ein Jahr. Bis zum Frühjahr 29, bis zum nächsten Passa,
Wo hat Jesus dort schwerpunktmäßig gewirkt in diesem Jahr? Von Frühjahr 28 bis Frühjahr 29? Genau das nicht. Genau das nicht. Wo hat Jesus, und das ist Johannes 2 bis Johannes 5, wo hat Jesus das erste Jahr nach der Tempelreinigung vor allem gewirkt? Es gibt einzelne Momente, wo er dann nach Galiläa geht, aber sein Hauptwirkungsgebiet, das müsst ihr euch nicht schämen, ist schon viele Jahre her, dass wir das studiert haben hier, ist in Judäa. Dort am Jordan auch, wo er tauft, wo also seine Jünger taufen. Ja. Sein Hauptwirkungsgebiet ist in Judäa und wir haben aus der Zeit nicht sehr viele Geschichten. Es ist vor allem die, also Johannes 2 bis 5. Nur sehr wenig, ja, so ein paar Details, ein paar einzelne Geschichten, Nikodemus zum Beispiel, auch die Frau am Jakobsbrunnen dann. Aber sein Hauptwirkungsgebiet ist für ein Jahr lang in Judäa. Und dann in Johannes 5 passiert etwas, und ihr erinnert euch vielleicht, er heilt am Teich Bethesda jemanden am Sabbat. Und was ist die Reaktion der Juden? Also das ist jetzt schon lange her, aber das wisst ihr vielleicht, in Johannes 5, als er am Teich Bethesda einen Mann heilt, der seit 38 Jahren krank ist, was ist die Reaktion der leitenden Brüder in Jerusalem? Was machen sie in Johannes 5? Wisst ihr vielleicht aus dem Kopf? Sie stellen ihn vor Gericht. Könnt ihr euch daran erinnern? Sie stellen ihn vor Gericht vor den Sanhedrin und sie wollen ihn eigentlich schon umbringen. Das ist die Zeit, wo auch Johannes der Täufer ins Gefängnis kommt, in der Zeit ungefähr. Und was macht Jesus, als er merkt, Johannes der Täufer geht ins Gefängnis und er selbst wird schon verfolgt wegen seinem Dienst? Genau, er geht dann, und zwar, wo geht er jetzt hin? Jetzt könnt ihr kommen. Jetzt kommt der Dienst in Galiläa, das ist das nächste Jahr. Also ein halbes Jahr ist Taufeversuchung, erste Jünger. Ein Jahr ist vor allem der Dienst in Judäa. Dann ist ein Jahr vor allem der Dienst in Galiläa. Und da gibt es jetzt viele Geschichten, ja, ab Matthäus 4 und Markus 1 geht das los. Und dort haben wir die ganzen Heilungen und da haben wir die Bergpredigt und da haben wir die Gleichnisreden und wir haben dort die Vollzeitberufung der Jünger. Also hier waren sie ja noch Teilzeitjünger, aber jetzt werden sie von ihren Boden weggeholt. Hier werden die Apostel benannt und hier ist dann auch gegen Ende dieses Jahres die erste Missionsreise der Apostel. Ja, das ist ja, was wir jetzt die letzten Jahre, so ich glaube also, seit 2017 mindestens oder so haben wir das ziemlich ausführlich gemacht. Und das endet auch wieder zu einem Passa, aber nicht, wo Jesus nach Jerusalem geht, sondern vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen daran erinnern, das ist die Zeit, als Jesus hier die 5000 Männer plus Frauen plus Kinder sättigt. Und es kommt am nächsten Tag zu einer ganz bedeutungsschweren Sache, es kommt zu einer Krise, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Am nächsten Tag kommen die dann alle wieder zu Jesus. Und Jesus sagt ihnen aber, dass er das Brot des Lebens ist. Und es heißt dann, dass ihn viele verließen. Das ist die sogenannte Krise in Galiläa, von der Ellenwald spricht. Und diese Krise in Galiläa, nachdem er ein Jahr lang in Galiläa gewirkt hat, führt dazu, dass er jetzt sich zurückzieht. Und zwar vom Frühjahr 30 bis zum Herbst 30, ein halbes Jahr. Und dieses halbe Jahr, das haben wir die letzten Wochen und Monate ausführlich angeschaut. Und könnt ihr euch noch erinnern, was so der Schwerpunkt war jetzt, in diesem halben Jahr, in den letzten Geschichten, so, die wir letzten Monate studiert haben, Revue passieren lassen. Worauf hat er den Fokus gelegt? Genau, die Ausbildung der Jünger. Er wollte mehr Zeit mit seinen Jüngern verbringen. Ja? Das sind so jetzt Momente gewesen, wo er oft dann eher heimlich durch Galiläa geht, wenn ich daran erinnern könnte. Ja? Kein Aufsehen macht, er möchte seine Jünger nehmen. Er bringt seine Jünger oft sogar ins Ausland, ja? In die Gegend von Tyrus und Sidon zum Beispiel, um ihn so ein bisschen vertraut zu machen mit ihrem größeren Auftrag. Das sind die Geschichten, wo er dann bis fast zum Libanon geht und dem Petrus ihn bekennen lässt. Ja, das sind die Geschichten, wo sie auf dem Verklärungsberg sind. Ja, das ist also eine Zeit, wo Jesus sich aus dem Dienst zurückgezogen hat. Und ich glaube, es ist wichtig. Wir sollten Gottes Endzeitgemeinde so ein bisschen auch so eine gewisse Grundstruktur über die Evangelien haben. Das ist nicht nur ein Haufen mit lauter Geschichten, völlig unstrukturiert, sondern man sieht, Jesus hat auch einen Plan gehabt. Ja?
Er hat seine Jünger nicht gleich in den Vollzeitdienst gerufen, sondern erst hier. Ja, er hat sie Stück für Stück herangeführt. Er hat auch nicht immer nur dasselbe gemacht. Er hat nicht immer nur Predigten gehalten. Er hat Zeiten gehabt, wo er viel öffentlich evangelisiert hat. Es gab Zeiten, wo er sich mehr um seine Jünger gekümmert hat. Und also wir haben hier ein halbes Jahr bis zum ersten Passa, dann ein Jahr, wo er vor allem in Judäa ist. Und Ellenweit sagt übrigens, er hat in dieser Zeit viel offen gepredigt, keine Gleichnisse verwendet, sondern die Gleichnisse hat er erst in Galiläa verwendet, weil die Leute weniger aus der Bibel kannten und weniger gebildet waren. Und also da gibt es bestimmte, also wenn man so ein bisschen Überblick hat über das Leben von Jesus, dann kann man auch viele Geschichten besser einordnen. Und dann haben wir dieses halbe Jahr jetzt vom Frühjahr 30 bis Herbst 30, wo er sich um seine Jünger kümmert, wo er sich zurückzieht, wo er mehr die Einsamkeit sucht und die Zurückgezogenheit mit seinen Jüngern. Und an der Stelle setzen wir jetzt an, im Herbst 30, denn jetzt gibt es noch ein halbes Jahr. Und dieses halbe Jahr, das werden wir jetzt sehen in den nächsten Wochen und Monaten, in Jesu Augen ist es schon seit einiger Zeit so, eigentlich schon seit hier, ja, seit dem letzten Jahr, er sieht das Kreuz ganz deutlich vor sich. Und wir haben schon gesehen, hier, das war ja zum Teil oft dazu gedacht, die Jünger vorzubereiten auf das Kreuz. Erinnert euch an diese Geschichte? Petrus, genau, wo er dann Petrus zurechtweisen muss. Die Geschichte mit dem Blinden, der zweimal geheilt werden muss. Und all diese Geschichten hatten ja dazu auch gedient, die Jünger vorzubereiten auf diese Krise. Auch die Geschichte, die wir jetzt die letzten Wochen angeschaut haben, wo sie gesagt haben, wer ist der Größte? Wo er ihnen erklärt hat, dass es genau darum nicht geht. Und dieses letzte halbe Jahr ist jetzt von allen Abschnitten das mit den allermeisten Geschichten. Das konzentriert sich nachher sogar in der letzten Woche, ja, die letzten 7 Tage. Das ist so, da sind die Scheinwerfer ganz massiv der Evangelisten drauf gerichtet. Das werden wir jetzt sehen. Also das verdichtet sich richtig, weil da sozusagen jetzt, also man merkt natürlich, wie es auf Golgatha zugeht. Und an der Stelle wollen wir heute einhaken. Übrigens, das Johannesevangelium ist, wie gesagt, hier in diesem Teil recht präsent. Hier in diesem Teil gibt es nur Johannes 6, ja. Am Ende, das ist die Geschichte von der Speisung der 5000, ansonsten wird im Johannesevangelium nichts hiervon berichtet. Und hiervon wird im Johannesevangelium auch nichts berichtet, sondern in Johannes geht es jetzt hier in Johannes 7 an der Stelle weiter. Und da wollen wir jetzt loslegen und die nächsten, ja? Wir wissen aber, dass Jesus hat in dieser Zeit noch mehr geheilt als gepredigt. Ja. Ja, genau, hier vor allem. Ja. Ja, er hat immer, ganz genau, ja, er hat immer mehr geheilt als gepredigt, das stimmt, absolut. Genau. In manchen Teilen mehr als, also hier vielleicht mehr als hier, ja, aber grundsätzlich war das sein Schwerpunkt auch. Ganz genau. Schauen wir mal in Johannes 7 und wir fangen mal an in Vers 1. Nur zur Erklärung, Johannes 7 ist natürlich direkt nach Johannes 6, das heißt, das nimmt hier noch Bezug auf diese Geschichte, die jetzt schon ein halbes Jahr zurückliegt. Wer mag mal lesen? Johannes 7 und dort Vers 1. Genau, dieses danach bezieht sich auf die Geschichte in Johannes 6. Ja, und das ist die Geschichte hier bei der Krise in Galiläa. Speisung der 5000 und dann am nächsten Tag kommen die alle wieder und dann verlassen sie ihn alle, weil Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und ihr wisst ja, wer verlässt ihn nicht? Wer verlässt ihn nicht bei dieser Krise in Johannes 6? Wer verlässt ihn nicht? Ja, aber wer verlässt ihn noch nicht? Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, wollt ihr auch gehen? Und was sagt Petrus? Worin sollen wir gehen? Ja, seine 12 Jünger bleiben bei ihm. Ja? Das ist die Geschichte. Ja. Und jetzt direkt danach sagt jetzt Johannes, und danach zog Jesus in Galiläa umher. Und das ist eigentlich jetzt endlich auch so ein bisschen hier diese Zeit, wo sie so geheim in Galiläa sind. Ja? Warum? Er geht nicht mehr nach Judäa. Er war hier nicht ein ganzes Jahr in Judäa und auch jetzt geht er in diesem letzten Jahr, er geht nicht nach Judäa. Und zwar aus einem simplen Grund. Warum? Sie wollen ihm nach dem Leben trachten. Und zwar, seit wann wollen sie das? Seit welchem Moment? Wenn ihr aufgepasst habt gerade? Genau, seit hier. Seit dem Frühjahr 29. Da haben sie ihn vor den Sanhedrin gestellt und sie hätten ihn schon da umgebracht. Aber Jesus wusste natürlich, sein Dienst ist 3,5 Jahre, nicht nur 1,5 Jahre. Ja? Interessanterweise geht er jetzt nicht ständig nach Jerusalem, um dort Streit zu erregen, sondern er zieht sich zurück in andere Gebiete. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Also es gibt diese Mordpläne. Was hatte Jesus gesagt, wenn man verfolgt wird, was soll man tun? Was hat Jesus seinen eigenen Jüngern gesagt, als er sie auf die Missionsreise gesandt hat? Wenn ihr verfolgt werdet, was sollen sie tun?
an einem anderen Ort gehen, oder? Schaut in Matthäus 10 und wir kommen immer gleich wieder zu Johannes 7 zurück, aber gehen wir zu Matthäus 10 und dort Vers 23. Matthäus 10, Vers 23. Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Was ist eine Logik? Warum soll man in eine andere Stadt fliehen? Ja, was er sagt, ist, es gibt doch genug andere Dinge zu tun. Es gibt ein weites Feld. Ja? Wenn du an einer Stelle verfolgt bist, bleib nicht da und sag, aber ich will unbedingt Märtyrer werden, sondern schau, wo du woanders etwas Gutes tun kannst. Und das ist, was Jesus sagt. Ja? Er sagt also, wenn ich in Judäa nicht das Evangelium predigen kann, dann predige es halt in Galiläa. Statt ständig in Judäa zu sitzen und sag, hoffentlich bringt er mich nicht um, ich werde jetzt trotzdem hier die Fahne hochhalten, sucht er sich eine Gelegenheit, wo er besser wirken kann. Ja? Also Jesus hat sehr praktisch auch gedacht und hat nicht einfach sozusagen den Konflikt gesucht. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Er hat sich nicht unnötig in Gefahr begeben und auch wir sollten uns in der Mission nicht unnötig in Gefahr begeben. Wir sollten nicht den Konflikt suchen um des Konfliktes willen. Stattdessen überlegen, was könnte man noch alles Gutes für den Herrn tun. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, in der wir leben, auch sehr entscheidend. Übrigens, das heißt, wie ich schon angedeutet habe, dass er beim nächsten Passa 30 gar nicht nach Jerusalem gegangen ist. Er war gar nicht da. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Warum und wieso? Jetzt gehen wir zurück zu Johannes 7. Was sagt Johannes jetzt? Und da sind wir jetzt dann zeitlich genau hier an dem Punkt, wo wir uns ab jetzt orientieren. Johannes 7, Vers 2. Wer mag mal lesen? Es war aber das Fest der Juden, das Laubhüttenfest. Nein. Genau, das Laubhüttenfest. Erzähl mir mal etwas, was wisst du über das Laubhüttenfest? Was ist das Laubhüttenfest? Was wisst du über das Laubhüttenfest? Es ist das letzte Fest von wie vielen Festen? Sieben. Es gibt sieben. Wo finden wir alle sieben Feste der Reihe nach beschrieben? Weiß jemand von euch das Kapitel? 3. Mose 23, das ist das Kapitel, da wird der Sabbat beschrieben und dann die sieben Feste, die sogenannten Festsabbate. Genau, die allerdings nicht an dem Sabbat sind, sondern an bestimmten Daten. Wann ist das Datum vom Laubhüttenfest? Wann findet das statt? Genau, wann ist der Versöhnungstag? Manchmal, im September oder Oktober. Wie heißt der Monat im Hebräischen? Also welcher Monat ist es? Der wievielte, das könnt ihr wissen. Der wievielte Monat ist es im hebräischen Kalender? Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr auch die Adventgeschichte ein bisschen kennt. Da gab es eine sogenannte siebte Monatsbewegung. Das ist der siebte Monat. Der sogenannte Tischri. Ja, manchmal wird auch Etanim genannt, aber Tischri, der siebte Monat. Ja. Welchem Monat ist das Passa? Genau, das ist, wie heißt der Monat? Bisschen Bibelwissen auffrischen. Das ist der Nisan. Nisan, oder? Nisan, das ist der erste Monat. Welches Datum ist das Passafest? Nee, also welches, der Nisan, der wievielte Nisan? Also, das ist verschoben natürlich mit unserem Kalender, aber wenn der Nisan beginnt, der erste Nisan, an dem wievielten Nisan beginnt das Passafest? Das Passafest, ja. Im Nisan. Wann beginnt das Passafest? Der erste Nisan, 10. Nisan, 20. Nisan? Nein, das ist der 14. 14. Nisan. 14. ist Jesus gestorben, 15. war im Grab, 16. ist aufgestanden. Ja? Am 14. beginnt das Nisan, 14. Nisan ist das Passafest, am 16. ist das Fest der ungesäuerten Brote. Ja? Das sollte man sich mal merken, das ist gar nicht so unwichtig. Weiß jemand von euch, wie lange das Fest geht? Das Passafest? 7 Tage. Am 14. ist das Passa, aber das eigentliche Fest der ungesäuerten Brote beginnt am 15. Ja, am 15. Nisan und geht dann 7 Tage. Wann beginnt das Laubhüttenfest? Am 15., genau. Und geht wie lange? 7 Tage. Das heißt, das Laubhüttenfest, das letzte Fest und das Fest der ungesäuerten Brote, die spiegeln sich so quasi. Das heißt, das ist tatsächlich exakt ein halbes Jahr vor dem Kreuz. Das ist das letzte Fest im Jahr,
direkt ein halbes Jahr vor dem Kreuz. Was wisst ihr noch über das Laubhüttenfest, außer den Daten jetzt? Okay, 15. bis 22. Tischri, das ist 5 Tage nach dem großen Versöhnungstag, 2 Wochen nach dem Fest der Posaunen. Was war das für ein Fest? Es sollte an Zelt erinnern, aber nicht unbedingt Abraham, sondern wir. Wir können mal vielleicht die Stellen lesen. Schaut mal in 3. Mose 23. Ja, genau. Woran sollte das erinnern? Auch, aber das wird nicht explizit, also schaut mal in 3. Mose 23, ab Vers 39. 3. Mose 23, ab Vers 39. So sollt ihr nun am 15. Tag des 7. Monats, das ist der 15. Tischri, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist ein Feiertag und am 8. Tag ist auch ein Feiertag. Ihr sollt aber am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im 7. Monat feiert. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ. Wann? Als ich sie aus dem Land Ägypten rausführte, ich der Herr bin euer Gott. Das heißt, als Israel aus Ägypten auszog, hatten sie natürlich keine Häuser in der Wüste. Ja, sie haben in Zelten gewohnt, so in einfachen, mobilen Unterkünften sozusagen. Und daran sollten sie sich erinnern. Sie sollten sich daran erinnern, dass sie von Gott befreit worden sind. Das war eine Erinnerung an die Erlösung, es war eine Erinnerung an Gottes Führung, eine Erinnerung daran, dass auch die Häuser, in denen sie jetzt wohnten, nicht selbstverständlich waren. Das war also ein Aspekt. Das ist der eine Aspekt. Was ist der andere Aspekt? Schaut mal mit mir in 2. Mose 23. Da wird dasselbe Fest, auch noch ein anderer Aspekt hervorgehoben, der hier nur angedeutet worden war. In 2. Mose 23. Und dort Vers 16 und 17. Zweite Mose 23, Vers 16 und 17. So dann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst, von dem, was du auf dem Feld gesät hast, und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Ernte, deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast, 3-mal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen, vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Wie wird das Fest hier genannt? Es wird hier nicht Laubhüttenfest genannt, sondern es wird genannt das Fest der... Ja, das Fest der Ernte ist das Pfingstfest. Es gibt 3. Also es gibt das Fest der ungesäuerten Brote, Vers 15, dann das Fest der Ernte, das ist Pfingsten, und dann gibt es das Fest der... So ähnlich wie Ernte. Es ist das Fest der... Die Einbringung der Ernte. Das ist sozusagen das Ende der Ernte. Das, was wir so als Erntedank vielleicht bezeichnen würden oder so. Genau, das Laubhüttenfest war also auch das Ende der Erntezeit. Es hatte also 2 Aspekte. Es hatte diesen Erntecharakter, Dankbarkeit für die Ernte, und es hatte diesen Aspekt Erinnerung daran, wie Gott sie aus dem Volk Israel, aus dem Land Ägypten geführt hatte. Schauen wir mal in 5. Mose 16. Dieses Fest war in gewisser Weise sozusagen die triumphale Endnote des jüdischen Festkalenders. In 5. Mose 16. Und dort ab Vers 13, da heißt es über das Laubhüttenfest, 5. Mose 16, ab Vers 13. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kälte eingesammelt hast. Da seht ihr, Laubhüttenfest nach dem Einbringen der Ernte. Und du sollst an deinem Fest, wie sollen sie sein? Fröhlich sein. Gab es auch Feste, wo die Fröhlichkeit nicht so wichtig war? Wo andere Dinge im Vordergrund standen? Am Versöhnungstag. Was sollten die Israeliten dort tun? Sie sollten fasten, beten, ihre Seelen demütigen. Aber nach dem Versöhnungstag war klar, zwischen ihnen und Gott ist alles klar, alles rein. Sie stehen rein vor Gott und jetzt war Grund zur Freude. Das ist also auch das eine innere Logik. Ja? Weil sie wussten, Gott hat ihnen völlig vergeben, das Heiligtum ist gereinigt, können sie sich freuen. Ja, ein Riesenfreudenfest. Das war eigentlich so das große Finale des jüdischen Kalenders. Du sollst an deinem Fest fröhlich sein.
Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und dein Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Das war ja dann zur Zeit von Jesus. Welcher Ort? Welchen Ort hatte Gott dann erwählt, wo sie hinziehen sollten? Zur Zeit, ne, worum es hier geht, ist ja, Gott hat gesagt, ihr dürft nicht überall opfern, ihr dürft nicht überall diese Feste feiern, sondern nur an dem Ort, wo ich meinen Namen wohnen lasse. Und es war erst welcher Ort? An welchem Ort hat Gott zuerst sein Heiligtum hat wohnen lassen? Im Alten Testament. Wo stand das Heiligtum zuerst? Im Alten Testament. Das stand in Silo, oder? Ja, Silo? In Silo, da stand es. Und dann ist es Silo vernichtet worden. Und wo hat Gott dann seinen Namen wohnen lassen? In welcher Stadt? In Jerusalem, ganz genau. Das ist also, deswegen sollten alle Israeliten in der Zeit ab David nach Jerusalem gehen. Vorher sollten sie nach Silo gehen, ja? Dort, wo das Heiligtum ist. Genau, nur dass wir das nochmal in Erinnerung haben. Und dann heißt es weiter, also an dem Ort, den der Herr erwählen wird, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände, darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Also das war nicht nur, sollte nicht nur eine aufgesetzte Fröhlichkeit sein, sondern von Herzen sollte man dankbar sein, deswegen auch Erntedank sozusagen, ja? Dankbar sein für den Segen, den Gott schenkt. Das war eigentlich der Sinn des Laubhüttenfestes. Und uns wird auch deutlich gesagt, dass dann nach dem babylonischen Exil, bei Esra wird es deutlich, dass sie das Laubhüttenfest wieder gefeiert haben. Ja? Und bei Nehemia ist es dann sogar so, dass sie in der Bibel nachlesen und sagen, hey, wir sollten eigentlich Laubhütten bauen. Ja? Kennt ihr die Geschichte vielleicht in Nehemia 8? Und dann sagen, okay, wir bauen jetzt Laubhütten, so wie es dort steht. Und dann feiern sie das Laubhüttenfest, wie es seit langer Zeit nicht mehr gefeiert worden ist. Und wir werden das nächste Mal sehen, wenn wir dann noch weiter studieren hier, dass auch zur Zeit von Jesus das wirklich wieder mit Laubhütten gefeiert worden ist. Das heißt, die Leute haben dann für 7 Tage nicht in ihrer Wohnung gelebt, sondern haben sich vor der Wohnung, auf der Straße oder auf dem Marktplatz oder im Vorhof vom Tempel oder auf dem Dach sogar, so eine Laubhütte gebaut und haben 7 Tage lang in Laubhütten gewohnt. Ellenweit sagt, die Stadt Jerusalem sah aus wie ein Wald. Ja, muss sehr schön gewesen sein, ja, wenn ihr euch so vorstellt, überall grün und alles so ganz, ganz, ganz toll eigentlich. Aber dazu dann das nächste Mal mehr. Ja, sie sagt hier, alles, was das Auge erfreuen konnte, und was Ausdruck für die universelle Freude brachte, wurde aus den Wäldern gebracht. Die Stadt hatte den Anschein eines wunderschönen Waldes. So sah die aus. Okay, jetzt gehen wir zurück zu Johannes 7. Wir wissen also, wann wir jetzt in der Zeit sind. Wir sind also im Tischri, ja, im 7. Monat. Das Fest ist nahe. Wir wissen jetzt genau nicht den Tag, weil es noch ein paar Tage bis dahin wohl waren. Und wir lesen jetzt, was passiert in Johannes 7, Vers 3. Wer mag lesen, Johannes 7, Vers 3. Da sprachen seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Ganz genau. Was wissen wir bisher über die Brüder von Jesus, seine Familie? Waren die seine Jünger oder waren die eher distanziert sich zum Verhalten? Genau, wir sehen gleich in Vers 5, da heißt es nämlich, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ja? Erinnert euch vielleicht an die Geschichte in Matthäus 12, wo sogar Maria und die Brüder kommen und ihn eigentlich nehmen wollen, ja? Weil sie den Eindruck haben, er ist von Sinnen. Also die Brüder hatten so ein distanziertes Verhältnis zu ihm und sie fordern ihn jetzt auf, zum Laubhüttenfest zu gehen. Warum müssen die Brüder Jesus dazu auffordern, zum Laubhüttenfest zu gehen? Würde Jesus nicht automatisch gehen? Warum fordern die Brüder ihn auf, geh doch zum Laubhüttenfest? Was impliziert das? Ja, dazu kommen wir gleich. Aber ganz genau. Die Tatsache, dass sie ihn auffordern, zeigt, dass er selbst keine Pläne machte, hinzugehen scheinbar. Und hier ist das Interessante, das war mir vorher nicht so völlig klar. Aber wenn man sieht es in der Bibel eigentlich auch, weil seit dem Zeitpunkt
ist er nicht mehr in Jerusalem gewesen. Nicht beim Wochenfest, dem späteren Pfingsten, nicht zum Laubhüttenfest, nicht zum Passa 30, nicht zum Pfingstfest. Er hat 4 große Feste versäumt. Ellenwald sagt, seit der Heilung am Teich Bethesda im Frühjahr 29 hatte Jesus keine nationalen Versammlungen mehr besucht, um unnötigen Konflikt mit den Leitern in Jerusalem zu vermeiden, hatte er sich in seinen Arbeiten auf Galiläa beschränkt. Was meint er wohl? Was haben seine Jünger und seine Familie gedacht, dass Jesus ein Fest nach dem anderen, wo sie eigentlich alle hingehen mussten, ausgelassen hat? Der ist nicht hingegangen. Was haben wohl die Jünger gedacht? Was haben seine Eltern gedacht? Also seine Mutter, seine Brüder? Was haben wohl die Menschen gedacht, dass Jesus einfach zu diesen Festen nicht ging? Der ist ja nicht hingegangen. Was haben die wohl gedacht? Also, wenn ihr euch in die Situation seiner Brüder hineinversetzt, eben seiner Jünger, und ihr wisst, Mose sagt, 3-mal im Jahr soll jedes, was männliches, vor dem Herrn erscheinen. Und Jesus geht hier bei 4 Festen hintereinander nicht nach Jerusalem. Was würdet ihr denken? Das ist doch merkwürdig, oder? Er, der sonst in allen Dingen das so getreu ausführt, er geht nicht hin. Aber hier sehen wir tatsächlich etwas Interessantes. Sie sagt hier, es war eine Ursache großer Verwunderung für die Menschen um ihn herum. Selbst seine eigenen Jünger und seine Verwandten. Und es schien so, als ob er gleichgültig ist über diesen Dienst. Warum macht das also Jesus? Was würdet ihr sagen? Warum macht das Jesus? Warum geht er nicht dahin? Er sagt, seine Stunde ist noch nie gekommen. Ganz genau. Jesus war nicht gegen die Feste, aber er wusste, wenn ich zu diesem Fest gehe, erzeuge ich nur unnötigen Konflikt. Und statt auf sein Recht zu pochen, nach Jerusalem zu gehen und dort Gottesdienst zu feiern, bleibt er lieber zurück, damit nicht die größere Mission in Gefahr gerät. Es ist ganz interessant, was man hier von Jesus lernen kann. Er hat bewusst sich entschieden, 4 Feste hintereinander nicht zu besuchen. Jetzt kommt das nächste, das Laubhüttenfest, das 5. in der Reihenfolge. Und auch hier sieht es so aus, als ob er nicht gehen würde. Jetzt seine Jünger können das gar nicht verstehen. Ne? Seine Brüder, sagt sie, dachten, es wäre ein Fehler, wenn er sich von den großen und gelehrten Männern der Nation entfernt, ja, und fernhält. Übrigens sagt sie auch das, und das wird jetzt in dem, was sie sagen, auch deutlich, sie haben schon erkannt, dass seine Werke ziemlich gewaltig waren. Auch seine Brüder, obwohl sie nicht an ihn glaubten als Messias, haben sie schon den Eindruck gehabt, also was er tut, das ist ungewöhnlich, oder? Das sieht man an dem, was sie sagen. Jetzt, was ist ihr Argument in Vers 3? Wenn sie sagen, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Von welchen Jüngern reden die? Genau, und wo kann er noch Jünger haben, die das noch nicht gesehen haben? Diese ganzen Wunder, die er in Galiläa getan hat. Wo könnte er noch Jünger haben? Wenn ihr das da aufgepasst habt, ist es ganz einfach. Wo könnte er noch Jünger haben, die ihn schon lange nicht mehr gesehen haben? Jünger, die ihn nie verlassen haben, die ihn aber schon lange nicht mehr gesehen haben. In Judäa. Er hat ja ein ganzes Jahr lang in Judäa gewirkt und seit 1,5 Jahren ist er da nicht mehr gewesen. Da gab es garantiert Leute, die aus seinem frühen Wirken Jünger von ihm waren, aber ihn schon lange nicht mehr gesehen haben. Ja? Und auf die beziehen sich, sagen, schau mal, geh doch nach Judäa. Wenn du willst, dass die Menschen alle dich als Messias annehmen, musst du doch ihnen auch zeigen, was du tust, oder? Du musst ihnen doch die Werke tun. Schauen wir mal in Vers 4, denn jetzt kommt die Begründung, die ist sehr interessant, in Vers 4. Wer mag Vers 4 lesen? Okay, was ist Ihr Argument? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Wenn du über den mal nachdenkst, ist total interessant. Was ist Ihr Argument?
Sie haben nämlich eine interessante Beobachtung gemacht. Was ist Ihr Argument? Sie sehen, dass er sich verborgen hält. Aber was ist Ihr Argument? Was wollen Sie ihm vermitteln? Ja? Ja, genau. Sie sagen Folgendes. Sie haben bemerkt, möchte Jesus, dass die Menschen ihn kennenlernen, ja oder nein? Natürlich möchte er das, weil er ist der Messias, er möchte alle Menschen erreichen. Sie haben also gemerkt, Jesus möchte alle Menschen erreichen. Und jetzt sagen Sie Folgendes, schau mal, wenn du alle Menschen erreichen willst, dann stell dich ihnen vor. Wenn du die Menschen erreichen willst, sei präsent, zeig dich, so wirst du sie erreichen. Was war Jesus' Methode? War das Jesu Methode? Das ist für uns ganz schwer zu begreifen, aber Jesus, der unbedingt alle Menschen erreichen wollte, hatte nicht den Eindruck, dass er das dadurch schafft, indem er sagt, hier bin ich. Er wollte zwar alle Menschen erreichen und trotzdem hat er sich nie in den Vordergrund gestellt. Und für seine Brüder und auch für ganz viele andere Menschen war das nicht zu begreifen, wie kann jemand alle Welt erreichen wollen und sich trotzdem nicht in den Vordergrund stellen. Weil jeder, der die Welt erreichen will, stellt sich in den Vordergrund und sagt, ich habe die Lösung, ja? Folgt mir nach, kommt mir hinterher, ja? Ich kann die Probleme der Welt lösen. Wie war das bei Jesus, als Johannes der Täufer gesagt hat, siehe das Lamm Gottes? Was hat Jesus gesagt? Nichts, gar nichts, ja? Wir wissen Johannes 1, oder? Da hat Johannes der Täufer auf ihn gezeigt und gesagt, das ist er. Und Jesus hat nicht gesagt, ja übrigens, ich bin es, kommt hier. Jesus hat diese unglaublich interessante Eigenschaft, dass er sich um jeden Menschen bemüht, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Und da muss man erstmal seinen Kopf drum kriegen. Weil meistens gibt es Menschen, die sich entweder in den Vordergrund drängen, weil sie alle Menschen beglücken wollen mit ihren Antworten und Lösungen, oder sie ziehen sich zurück, weil sie für sich selbst sein wollen. Das sind so die beiden Menschentypen, die wir kennen. Ja, Leute, die andere beglücken wollen und sich hier mit Ellenbogen breit machen, oder Menschen, die sich eher zurückziehen und sagen, ich will für mich alleine sein. Aber Jesus ist total bescheiden und hat diesen inneren Wunsch, allen Menschen zum Segen sein zu wollen. Und die Brüder sehen das und sagen, das begreifen wir nicht, das geht nicht. Ja, wie soll das funktionieren? Wie willst du die Welt erreichen, wenn du dich nicht selbst promotest, sozusagen, wenn du dich selbst bewirbst? Und wenn wir darüber mal nachdenken, über diesen Vers und diesen Gedanken, ich glaube, da haben wir alle noch ganz schön viel zu lernen, weil es auch in der Gemeinde natürlich, in der Evangelisation, in Mission immer auch die Gefahr ist, dass wir in bester Absicht uns selbst in den Vordergrund stellen wollen, oder? Also das, was hier die Jünger denken, ja, also um das in die Welt zu bringen, musst du dich selbst zeigen, ja, musst dich präsentieren. Das ist eine reale Gefahr. Was sagt die 1. Korinther 13 über die Liebe? Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie will den anderen helfen, aber sie bläht sich selbst nicht auf. Und das sehen wir hier ganz deutlich an Jesus. Schauen wir mal, übrigens, hatte Jesus darüber gesprochen, dass man gute Werke tun soll und wer war es, der gute Werke tat, um dabei gesehen zu werden? Gab es da Menschen zu der Zeit, die Gutes getan haben für andere, mit dem Ziel, möglichst gut dazustehen? Die, wenn sie ein Almosen geben wollten, noch einen Trompeter vor sich hatten, der ja, jetzt geben wir einen Almosen, schaut alle her, schaut ihr sie da ein, oh, einen großen Almosen, ja. Die Pharisäer, ja, die gesagt, oh, ich faste jetzt schon 3 Tage und mein Mann, habt ihr gewusst, wie ich faste, ja, lasst, betet für mich, dass ich noch 3 Tage weiter durchhalte, so nach dem Motto, ja. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt? Wenn du fastest, sag niemand, also tu nicht so, als ob du fastest. Ja? Wenn du Almosen gibst, erzähl niemand davon. Lass die eine Hand nicht wissen, was die andere tut. Wenn du etwas für andere Menschen tust, tu es nicht um dich selbst, nicht einmal damit, also indem du dich in den Vordergrund rückst. Und ich glaube, das ist eines der ganz großen Wunder
in der Geschichte des Universums, dass am Ende Gott die Welt erobern wird, ohne sich einmal in den Vordergrund gerückt zu haben. Alle Welteroberer sonst, ja, die es versucht haben, egal ob Napoleon oder Alexander der Große, die waren immer, hier bin ich, ja, ich erober die Welt, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich bin mir nach. Aber alle sind wieder gescheitert. Am Ende wird Jesus über diese Welt herrschen, ohne sich irgendwann mal aufgebläht zu haben. Übrigens, das ist ganz interessant, wann hat er seinen größten Triumph, wann hat die Mission Jesu ihren größten Triumph gehabt? Wann sind 3000 an einem Tag getauft worden? Zu Pfingsten. Da war er schon wieder weg. Er hat die ganze Vorarbeit gemacht und als dann der Triumph kam, hat er gesagt, das könnt ihr machen. Ja? Ihr könnt den Triumph genießen. Ja? Das ist, wie Jesus ist. Da können wir noch ganz viel von ihm lernen. Gehen wir noch ganz kurz zu Vers 5. In Vers 5, wer mag Vers 5 lesen? Ganz genau. Wir sind ein halbes Jahr vor dem Kreuz und selbst seine eigenen Familienangehörigen glauben ihm nicht. Übrigens, Jesus kann es gut nachvollziehen, wenn wir in unserer eigenen engsten Familie Menschen haben, die anders glauben als wir oder die uns auch wegen unserem Glauben komisch finden oder attackieren oder in Zweifel stellen. Weil das ist ja auch ganz viel mit Zweifeln hier gewesen, nicht wahr? Wenn du diese Dinge tust, ja, also wenn du wirklich der Messias bist, dann musst du dich offenbaren. Ja? Also sie hatten auf der einen Seite waren sie vielleicht auch ein bisschen stolz, dass Jesus so berühmt schon war in Galiläa und wollten vielleicht, dass er noch berühmter wird. Ja? Zeig dich, ja, vielleicht kommen wir auch in die Presse. Auf der anderen Seite haben sie ihn nicht wirklich verstanden und auch nicht wirklich geglaubt. Was ist die Antwort von Jesus? Schaut mal mit mir in Vers 6 und 7. Wer mag mal Vers 6 und 7 lesen? Genau. Meine Zeit ist hier, ihr wisst vielleicht, im Griechischen gibt es zwei Worte für Zeit. Chronos für Zeitraum und Kairos für einen Zeitpunkt. Und hier steht Kairos, mein Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Was war der Punkt, auf den er gewartet hat? Was ist der Punkt, auf den er geschaut hat? Das Kreuz. Er wusste aus Daniel 9, das war ein halbes Jahr. Er wusste, es kommt der Zeitpunkt, wo er nach Jerusalem gehen muss. Und er wusste auch, was passiert, wenn er offen nach Jerusalem geht, mit allem Brimborium, wenn er als König einreitet. Was wird passieren? Er wusste es ganz genau, was wird passieren. Die Mächte der Finsternis werden auf ihn prallen. Er sagt, mein Zeitpunkt kommt, ich weiß es wird kommen, aber jetzt noch nicht. Es ist noch ein halbes Jahr noch bis dahin. Ellen White sagt interessanterweise, Jesus hat, alles hat seine Zeit, sagt die Bibel, ne? Prediger 3. Und Jesus hat nie versucht, voreilig Gottes Plan zu erfüllen, sondern immer Schritt für Schritt. Das ist auch eine wichtige Lektion für uns. Wir wissen, was kommt, aber wir müssen nicht alles schon vor der Zeit erfüllen, sondern Schritt für Schritt nach Gottes Plan. Und er wusste also, ich und die Welt, könnt ihr sehen in Vers 7, ich und die Welt sind im Konflikt. Wenn ich mich zu den Führern dort gehe, knallt es. Aber er sagt, für euch ist es anders. Eure Zeit ist immer da bereit. Ihr könnt immer nach Jerusalem gehen. Ihr wisst gar nicht, wie es ist, mit den Obersten im Konflikt zu sein. Weil, was war das Problem der Jünger, der Brüder? Sie waren weltlich. Ja? Sie haben zwar Jesus vielleicht auch manche Werke gut gefunden, aber sie waren nicht geistlich. Und wenn man nicht geistlich ist, erkennt man diesen großen Konflikt nicht. Und dann kann man immer dahin gehen. Ja? Sie haben das nicht verstanden sozusagen. Sie konnten es nicht verstehen, weil sie mit der Welt in Harmonie waren. Und deswegen den Konflikt nicht gespürt haben. Aber Jesus kannte den Konflikt. Was sagt Jakobus 4, Vers 4? Wenn wir Freundschaft mit der Welt ist, Feindschaft mit Gott. Was sagt Römer 8, Vers 7? Das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Ja? Und kann sich dem Gesetz Gottes nicht untertan sein. Ja? Schauen wir in 1. Johannes 3 noch kurz. In 1. Johannes 3, Vers 13. 1. Johannes 3 und dort Vers 13. Da haben wir die Anwendung für unser Leben. 1. Johannes 3, Vers 13, da heißt es. Ganz genau. Wenn wir geistlich sind, wie Jesus, wenn wir an ihn glauben, werden wir dasselbe erleben. Jesus sagt sogar in der Bergpredigt, wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden.
Also nicht, dass wir uns um einen schlechten Namen bemühen sollen, ja? Ihr versteht schon, lebt mit allen Menschen im Frieden, so viel an euch liegt. Aber wer geistlich ist, wird Widerstand erleben, aus dem simplen Grund, weil es einen großen Kampf gibt. Und der Satan niemals jemanden, der auf Gottes Seite stand, einfach hat laufen lassen. Das passiert nicht. Ja? Ganz genau. Der Gedanke ist immer wieder. Und Jesus sagt ja jetzt hier in Johannes 7, habt ihr ja gelesen, er sagt, das Problem ist, ich bezeuge der Welt, dass ihre Werke böse sind. Und zwar nicht, indem er ständig überall Fehler hat finden wollen, sondern durch sein Leben und seine Lehre und seine Worte war ganz deutlich, der Kontrast war massiv zwischen seinem sinnlosen Leben und der Boshaftigkeit der Pharisäer, der Boshaftigkeit der Sadduzäer, der Boshaftigkeit aller Menschen dort. Und in Johannes 3, können wir ganz kurz noch lesen, da sagt er ja, da sagt es so interessanterweise in Vers 19, Johannes 3, Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Wer ist das Licht? Jesus. Das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, was macht er mit dem Licht? Hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Also warum hassen die Obersten Jesus? Weil sie wissen, in seiner Gegenwart werden ihre Werke aufgetan. Die Menschen sehen im Vergleich, oh Moment mal, so müsste eigentlich ein Führer sein, so müsste ein Rabbi sein, ja? Das ist ja alles Arroganz und das ist ja Blendwerk. Ja? Solange sie nichts anderes hatten, dachten sie, oh, das ist der Maßstab der Heiligkeit. Jetzt sehen sie in Jesus die wahre Heiligkeit und das ist eine Riesengefahr für die Autorität der Pharisäer. Zwischen Heuchlerei und wahrer Gläubigkeit entsteht ein Konflikt. Ja? Und das ist genau das, was wir sehen. Und wir sehen es immer wieder, wenn Menschen treu zu Gott stehen, kommen sie in Konflikt. Ja? Und denkt an Elia zum Beispiel, ja? Der zu Ahab kommt. Und was sagt Ahab? Bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Ja, und Ahab sagt, Elia sagt, nee, nicht ich, du. Du bist es. Ja? Mhm, ganz genau. Gehen wir ganz kurz noch zu Maleachi 3, Vers 5. Da wird vorhergesagt, und da sehen wir, dass das eine Erfüllung der Prophetie hier ist, dass wenn Jesus kommen würde, würde er Zeugnis geben gegen die bösen Werke der Menschen. Ja? In Maleachi 3, Vers 5, da heißt es, und ich werde mich euch nahen. Das, wenn ihr anschaut in Vers 1 und so, das ist der Bote, der den Weg vorbereitet und der Herr wird plötzlich zu seinem Tempel kommen. Das erfüllt sich alles im Leben von Jesus und mit Johannes dem Täufer. In Vers 5 heißt es, und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Herrscher. Das hat natürlich seine Anwendung auch auf das Gericht vor der Wiederkunft, aber auch auf das Kommen Jesu. Ja, und er bezeugt den Menschen, dass ihre Werke böse sind und das führt zu diesem gewaltigen Konflikt. Schauen wir ganz am Ende. Als allerletztes in Johannes 7, dann haben wir da einen Punkt dran gemacht für heute in Johannes 7 und dort Vers 8 und 9. Lesen wir das noch zum Abschluss und dann können wir nächstes Mal ab Vers 10 weitermachen. Johannes 7, Vers 8 und 9. Johannes 7, Vers 8. Genau. Beachtet, er sagt nicht, ich gehe nicht zu dem Fest. Er sagt, ich gehe noch nicht. Weil wir sehen dann, nächste Woche wahrscheinlich, dass er dann später doch gegangen ist. Und warum und wieso und was er da erlebt hat, das werden wir uns anschauen. Das ist total spannend und wirklich total augenöffnend. Aber was wir für heute unter anderem mitnehmen können, ist, Jesus wollte alle Menschen erreichen und hat sich trotzdem nie vorgedrängelt. Sich nie in den Mittelpunkt gerückt, weil er gewusst hat, die Kraft der Liebe und die Kraft der Wahrheit für sich alleine redet so stark, dass jeder Aufrichtige angezogen wird. Er muss sich nicht selbst erhöhen, sondern er kann die Wahrheit selbst sprechen lassen. Und alle, die aufrichtig waren, sind auch zu ihm gekommen, durch den Heiligen Geist. Und das können wir auch für uns in Anspruch nehmen, dass wir uns nicht selbst erhöhen müssen, um Menschen zu Gott zu bringen, sondern wir können die Kraft der Liebe und die Kraft der Wahrheit alleine sprechen lassen. Und vielleicht werden Weltmenschen nicht verstehen, warum wir uns so und so verhalten, warum wir nicht mehr uns selbst pushen. Aber der Heilige Geist, der wirkt genauso durch uns, wie er auch dann
hier durch Jesus gewirkt hat. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, danke, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Danke, dass wir es immer besser verstehen können. Und Herr, du weißt, wie oft wir, wie ich und sicherlich auch viele andere, in unserem Leben in Gefahr gestanden haben und auch das so oft getan haben, dass wir uns selbst erhöht haben, selbst uns in den Mittelpunkt gerückt haben. Vielleicht, weil wir meinten, das aus guten Motiven zu tun. Aber Herr, heute sehen wir nochmal ganz deutlich, dass keine Selbsterhöhung notwendig ist, damit die Kraft des Evangeliums sich ausbreitet. Herr, lass uns lernen von Jesus, dass die Liebe und die Wahrheit selbst für sich sprechen und dass wir verstehen, dass es einen großen Kampf gibt in dieser Welt und dass wir, wenn wir in diesem Konflikt sind, nicht verzweifeln, sondern auf Jesus schauen und von ihm lernen, wie wir uns verhalten sollen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.